Camp ein Wein, check. Oh, ich bleib hier noch ein bisschen. Hi, ich bin Stocky und ich freue mich sehr, dass ich Besuch im Camp habe. Ich bin jetzt im zweiten Anlauf. Aha. El Matratze hängt Dieros. Es wird improvisiert. Futschifje. So, jetzt haben wir es doch da, wo wir es wollen. Nämlich hier. Durch den Zug hast du halt von diesem Gurt hier. Ja. Sei mal um Stamm. So. Ja. Fürchte was, wir müssen da noch was höher, weil wir einfach hier längeren. Da würde ich vorschlagen, setzt du dich einfach mal rein. Alles klar. Vorsichtig, hier, ne? Ey, nicht hier. Oh, verdammt. Übel. Sondern halt hier. Ja. Übel, übel. Also ich weiß halt nicht, was gut nochmal hier wegen dem Hinweis. Ey, ich säg den ab, ey, dass der zumindest glatt ist, weißt du? Ja, für den ja. Fall, dass du da drauf landest, ey. Ja, Style. So geht. Super. Dann hau ich mich da auch mal rein. Sehen wir, da denkt einer aus. Okay. Ich könnte es auch noch ein Stöckchen verklemmen, will ich aber nicht. Aber dann muss man sofort nachher wieder rausfädeln. Ja, ich weiß. Kein Problem. So. So, fädeln wir das mal ein. Ich glaube, ich bin das auch irgendwann noch mal fest. So. So. Jetzt kommt der geile Knoten, den alle schon können. Keiner kann es mehr sehen, ich mache es trotzdem. Top-Segel-Schutzstick. Ich hoffe, das geht mit diesem Seil. Wohl beim Baumfällen hat es auch geklappt. Einmal hier rundherum. Dann nochmal hier rundherum. Oh no. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite nochmal rum. So, und der Trick ist jetzt, Ich hab genau aufgepasst, dass du das spannen kannst und der Knoten die Spannung halt hält. So, jetzt hast du hier deinen Nebendruck. Das Geile ist, dass es drauf gefädelt. So, kannst du dir noch einstellen, wo du das seitlich genau hinhaben willst. Und jetzt musst du dir nur noch ein paar Heringe schnitzen, wie das geht, weiß ich. Ich hoffe, du hast dein Fiskast dabei. Sie. Dann spannst du dich hier ab. Du kannst alternativ auch noch ein bisschen Schnur nehmen, eine Seite nach da oder nach hier machst du schräg runter und nach da machst du offen waagerecht. Dann kannst du nämlich Richtung Camp auch rausgucken. Also okay. So und so. Okay. So, guten Morgen von der Pritsche des Todes. Der Magellan ist auch schon auf und deshalb gehen wir jetzt schon mal zum Bach und holen ein bisschen Kaffeewasser. So, da hinten haben wir Setup, Hängematte, Tarp. Gucken wir uns vielleicht gleich auch nochmal an. Die Abspannwege sind ein wenig lang. Aber wir wussten nicht, wohin mit dem Seil. Also haben wir es einfach so gemacht. Ich bin nicht aus der Hängematte rausgefallen. Die Matte ist natürlich beinahe weg. Füße hingen raus. Aber war ganz gut hier zu nächtigen. Die Kälte zog natürlich hier von unten her hoch. Aber war ein Erlebnis. Morgen. Kaffee ist schon da. Gut geschlafen an meiner Hängematte da hinten. Das war schon leicht schaukelnd erstmal. Und dann ist einem natürlich auch der Arsch auf Eis gegangen förmlich, weil der hing ja durch so. Also war das irgendwie die
Stelle, die da am meisten von dieser Kühle, die dann hier nachts durch den Wald kriecht, dran gekommen ist, trotz vieler Matten noch in der Matte drin. Sämtliche Jacken und Hosen. Aber richtig gefroren hast du nicht? Nee, nee, das ging irgendwie klar. Also, ich bin noch nicht rausgefallen. Also war eine echt gute Konstruktion. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schnappen uns den kleinen Schlingel und legen den mal schlafen. Erstaunlich, der steht noch so fest, der will noch gar nicht fallen. Oh, lass mal stehen. Und ich habe gerade sehr, sehr schöne Nachrichten bekommen. Und zwar habe ich schon von Anfang an überlegt, alles was da so um mein Lager rum ist, ein bisschen aufzuforsten. Ja, aber das geht doch nicht einfach. Doch. Wir haben also uns überlegt, dass wir hier die Dinger erstmal einfach stehen lassen. Und da, wo Licht ist, und davon gibt es eine Menge Stellen, wollen wir was Kleines wieder hinsetzen. So wie da. Und nach und nach kommen die großen Alten weg und neue Junge hin. Und das Beste daran ist, die Kleinen wachsen hier schon überall. Das heißt, sie sind schon da, stehen vielleicht stellenweise an irgendwelchen Ecken, wo sie deutlich weniger Licht haben. Aber im Großen und Ganzen ist der Plan, der natürlichen Verjüngung einfach ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ich werde mir das bis zum nächsten Mal nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, mir ganz genau überlegen, wie wir das aufziehen. Weil vielleicht wird es ein schönes kleines Community-Projekt. Fände ich super. Das war's von hier. Vom Overnighter selber wollte ich jetzt gar nicht so viel zeigen. Irgendwann muss man das ja auch mal einfach nur genießen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn ihr drauf gespannt seid, wie es weitergeht. Stocky out.